Servus Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Total War Rome 2 mit Ralf und Max. Wir haben eine sehr heroische Echtzeitschlacht, wie ich finde, gerade geschlagen. Ja, mal endlich eine See-Echtzeitschlacht, damit ihr das auch mal richtig gesehen habt. Nach 250 Pass in unserem Let's Play, wer jetzt noch mitschaut, den bemitleide ich auch gleichzeitig. Nee, Schmarrn. Eigentlich ist es im Laufe der Zeit immer geiler geworden. Wir haben Höhen und Tiefen mit diesem Spiel erlebt. Wer spielt es ja seit Anfang an? Und irgendwie muss ich jetzt sagen, jetzt wo das Spiel in seinem finalen Stadium ist, macht es auch wirklich richtig Spaß. Ja, definitiv. Rome 2 Total War funktioniert nicht mehr. Also jetzt, wo es auch vor allem langsam mal richtig funktioniert, vor allem, das ist ja das Erstaunliche eigentlich. Mhm. Erstaunlich. Genauso wie Sextus Longus. Sextus Longus, sehr, sehr schön. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Es könnte sogar sein, dass das mittlerweile... Kommt nächste Woche, ja. Kommt nächste Woche. Nächste Woche kommt der Part mit Sextus Longus. Oder nee, warte mal, der kam jetzt. Der kam jetzt erst, Sextus Longus. Ah, okay. Oder? Kommt er noch? Kam er? Kommt er? Ich glaube, er kommt noch. Er kommt am Dienstag. So also genau morgen. Weiß ich es leider nicht. Nee, warte, nicht morgen, sondern wir sind jetzt ja schon im dritten Part, der am Freitag kommt. Das heißt, er kam am Dienstag so rum. Okay. Ah, immer dieser Stress. Stresspustel. So, jetzt haben wir schon mal zumindest seine Flotten besiegt. Und die Garnisonsarmee, glaube ich, war das andere. Ja, genau. Oder Garnisonsflotte. Ich glaube sogar, dass eine richtige Armee dabei war. Stimmt, weil die Wüstenwinde waren dabei. Das ja, war die richtig. Flotte, die er da im Hafen stationiert hatte. Ja. Oder die Transportflotte. Genau. Ja, dann würde ich sagen, wird es jetzt Zeit, dass wir Alexandria... dem Erdboden gleich machen. Ja, ich überlege gerade noch, ob ich vielleicht nicht noch eine Runde warte und eine Schildkröte noch reinmache, damit wir mal auch die ganzen schönen Belagerungswaffen sehen. So schöne Belagerungswaffen und nie sieht man sie. Ja, du wirst von der Schildkröte nicht besonders begeistert sein, aber du kannst sie trotzdem mal gerne hernehmen. Ja, ich will das auf jeden Fall mal sehen. Okay. Ist halt ärgerlich, dass ich daran nicht in der letzten Runde gedacht habe. Dafür schon mal ein... herzliches Entschuldigung. Du bist entschuldigt. Das ist sehr schön. Also damit meinst du eigentlich gefeuert? Nein, nein, ich meine schon, was ich sage. Okay. Was habe ich gesagt? Ach so, ja, du bist gefeuert. Nee, Mann. Alles klar. Ich kann dich ja nicht feuern. So. Das gibt's doch nicht. Was denn? Alle über 50% Erfolgschance bei ihren Attentaten und alle verkacken sie's. Das ist mal echt ärgerlich hier. Ja, das stimmt. Was könnte man denn noch machen? Den da könnte man theoretisch noch versuchen wegzucrunchen. Aber die Weisen sind eigentlich nicht so problematisch. Eigentlich sind die schlimmsten die Spione. Oder Kundschafter, wie auch immer. Und die zweitschlimmsten sind die Streiter. Boah, der hat da vor allem den Kriegsherr, also Schrägstrich Streiter stehen, der schon Stufe 8 ist, oder? Ja. Gerade angegriffen hast, 2, 4, 6, ja. Nee, 7 ist er. Wieder über 50% Wahrscheinlichkeit, aber wäre ja langweilig, wenn ich den töten würde. Sicherlich. Dann wäre es ja gar keine Herausforderung. Ja, was? Warte doch. Mit dem Sprachfehler. Gut, so, ich muss auf jeden Fall mal schauen, dass ich in Libyen bessere öffentliche Ordnung herbekomme. Mhm. Das ist gerade mal ein bisschen ärgerlich, dass die da so niedrig ist. Oh ja. Oh, und ich habe einen Aufstand in Pergamon. Und zwar eine Pergamon-Rebellenarmee. Okay. Aber das ist nicht weiter schlimm, weil die kann ich da ein paar Runden stehen lassen. Dann normalisiert sich nämlich die öffentliche Ordnung wieder. Und dann kann ich die nämlich mit den kranschenden Zerkranschern einfach wegkranschen. Ach, dann passt das ja alles. Ah, oh, it's easy. Easy peasy. Oh, und jetzt, glaube ich, will mir der Suebe zuvorkommen bei der Einnahme von Pontos hier. In Syrakena, da hinten sitzen die Seleukiden. Was machen die denn da oben am Bosporus? The fuck? Alter. Man weiß es nicht. Ich weiß schon, wer Staatsfeind Nummer 1 wird bei uns, ey.
wenn wir uns da weiter ausbreiten. Das ist ja krass. Tja, die könnten ganz schön problematisch werden, aber das werden wir alles hinbekommen. Ja, ja, mal sagen. Natürlich. Gut, so, und ich bin hier am Überlegen, wo ich noch meinen... Oh mein Gott, was denken sich die soeben dabei? Hm? Ja, die schicken Armeen mit Keulenherbannern und Herbandspeerträgern durch die Gegend. Oh mein Gott. Naja, es ist immerhin kostengünstig. Das stimmt. Schick doch die Iren, die kosten nichts. Gut, also ich habe jetzt mal eine Armeen alle um Alexandria stationiert. Dadurch wird es auf jeden Fall eine sehr, sehr machbare Schlacht, sage ich jetzt mal vorsichtig. Falls er rauskommen sollte, ja. Da, auch wenn wir angreifen, wird es dann relativ einfach, sage ich jetzt einfach mal. Sehr schön. Rabilos ist wieder... Oh, Mokia ist auch einen Rang aufgestiegen. Baubericht. Mokia? Ach ja, das ist Mokia. Naja, du dienst dem Volke sehr gut und jetzt halt's Maul. So. So, also jetzt hole ich mir erstmal Ephesus wieder, weil es geht ja mal gar nicht. Und Katugnatos, der immer noch lebt, wird jetzt den Biss des Basilisten. Genau. Die wird da jetzt erfolgreich. Ich kenne nichts außer Erfolg. Und Katugnatos ist Stufe 10. Jawoll, Mann. So. Jawoll, und Tituros gleich nochmal einen nachgelegt. So, und jetzt heißt's Bye-bye, ihr Loser. Ja, easy peasy. Automatisch, oder? Ja, ja. Keine letzte große Echtzeitschlacht gegen den Athener. Ne, ich glaube irgendwie, dass Ephesus verbuggt ist. Das will ich nicht nochmal probieren. Okay. Entscheidender Sieg. Oh, aber da wäre beinahe was draufgegangen. Und die Erstgeborenen sind Rang 3. Vor allem Cassibelanus wäre dir fast draufgegangen. Das wäre mal ziemlich ärgerlich gewesen. Nein, weil er gehört zu den anderen Stammesältesten. Ja, achso, dann ist das natürlich scheißegal. Ah, aber ich kann jetzt Aorix befördern. Und zwar, zum Kriegshäuptling. Sehr schön. Sehr gut. Damit habe ich 68% Einfluss. Bin jetzt... Nein, ich bin immer noch nicht geliebt. Niemand liebt mich. Ah, der hat natürlich jetzt die ganzen Umbauarbeiten, die ich in Auftrag gegeben habe, hat jetzt diese Zipfelklatsche abgebrochen. Aber immerhin hat er nichts abgerissen. So, und hier baue ich das. Und hier baue ich das. Sehr schön. So, noch eine Runde, dann ist endlich die Schriftsprache fertig. Und dann muss ich dringend, ganz, ganz dringend muss ich dann, hier, was war's? Nee, hier war es, genau. Die verstärkte Produktion erforschen. Damit ich das Heiligtum der Rosette bauen kann. Ah, Nasenflöte ist back. Die freut dich jedes Mal. Hey. Ohne Nasenflöte wäre dieses Spiel nicht das gleiche. So, hier ist noch Agamemnons Stolz, aber die lasse ich jetzt einfach mal eiskalt links liegen. Denn ich habe nun beschlossen, gegen Pontos in den Krieg zu ziehen. Es ist schon mal gut, dass Rudos für seinen Stamm ins Jenseits gehen würde. So, genau, weil bevor die soeben jetzt nämlich hier anfangen, mir die Sachen unterm Arsch weg zu erobern. Krieg erklären! Oh, sie sind mit Athen und den Seleukiden verbündet. Das birgt Konfliktpotenzial. Krieg! Und die Seleukiden sind beigetreten. Sehr schön. Na, das wird ja spannend. Das wird jetzt echt spannend. Ich hab's mir gerade mit der anderen Hälfte der Welt verschissen. Was soll's? Das wird schon laufen. Wir haben bis jetzt alles geschafft.
Ja, das stimmt. Was uns entgegengeworfen wurde. Ah, sehr schön. Die Zertrampler Germanias können auch noch was Sinnvolles machen. Und zwar können sie bei der Einnahme von Olbia helfen. Olga will ich nicht einnehmen. Ach, warum denn nicht? Die ist doch bestimmt nett. Hallo, mein Name ist Olga. Ich bin die stärkste Frau im Knast. So. Die arme Olga. Oh, das ist sogar Aorix, der gerade die Streitkräfte anführt. Mit etwas Glück steigt er jetzt den Rang auf, weil dann kann ich ihn wieder befördern. Zum Oberbefehlshaber der U-Boot-Flotte. Da. Nee, ganz so hart ist es dann doch nicht. Aber der Pontos-Typi, der schickt hier gerade seine Armeen auch gegen den Sueben. Da haben wir jetzt dem Sueben einen Gefallen getan damit, dass wir hier so fleißig waren. Na, und mit ein bisschen Glück kann der Ponter dem Sueben noch ein, zwei Provinzen abnehmen und dann kannst du dir die snacken. So sieht's aus. So, Aorix ist leider nicht aufgestiegen. Aber er ist jetzt kurz davor. Nee, das sind die Leviathane. Aber er ist auch kurz davor. Vor allem, er hat 99 Gravitas und der Rabilost hat 125, aber der ist momentan nicht auf dem Schlachtfeld unterwegs, weil der wurde ja verletzt und ich würde sagen, er ist jetzt im richtigen Alter, sitzt 42, ist der richtige Zeitpunkt, um ein Attentat auf seine Ehefrau auszuführen. Was hat denn der eigentlich für eine Ehefrau? Mal schauen. Eine schickliche Ehefrau. Herr Haus Herd. Was braucht eine römische Dame mehr? Plus 5% Korruption fraktionsweit, aber plus 1 Gravitas pro Runde. Die ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und Korruption ist mir eigentlich ehrlicherweise ein bisschen egal, weil ich verdiene 18.000. So, Welt der Wunder in Ephesus, das Mausoleum von Halikarnassos. Sehr schön. Eigenschaft erhalten. Aorix ist jetzt Kriegshäuptling. Plus 12% Steuersatz, plus 4 Gravitas und minus 8% Unterhaltskosten für alle Landeinheiten unter dem Kommando dieses Mannes. Sehr gut, mein Herr. Das klingt vernünftig. Ach ja, und mit den eisernen Fäusten marschiere ich jetzt auf Sinope. Wo er auch nichts drin sitzen hat. Wie schön. Und beende meine Runde. Der Marsch für heute ist beendet. Ich bin jetzt sehr gespannt, was der Nasamune wieder macht. Wird natürlich erstmal meine Armeen wieder alle sabotieren. So, jetzt bin ich gespannt, was der Athener macht mit Agamemnons Stolz, mit dem er da immer noch hin und her schippert. Ach Gottchen. Ja, das ist noch eine Fullstack-Armee, da darf ich jetzt... Er könnte jetzt rein theoretisch an Tyre angreifen, das wäre... Oh ja, er bewegt sich sogar in die Richtung. Habe ich da noch irgendwas in der Nähe, was ich da auf die Schnelle hinschicken könnte? Der Athena geht mir echt hart auf den Sack, vor allem hat er lauter so Mini-Flotten, die er jetzt noch, plündern lässt. Ja. Muss ich tatsächlich eine Flotte aufstellen in Antaya? Kann ich ja dann vom Rabilos anführen lassen. Meinem Fraktionsführer. So, Nasamonen, you move, bitch. Er versucht wieder seine... Boah, Alter, wie viele Agenten der hatte. Ja, ziemlich viele. So crank. 4 oder 5 müssten es sein. Ja, ein paar davon siehst du ja nicht mal, weil es halt... So, jetzt fällt er aus. Tatsache. So ein Narr. Sowas blöd. Ja, nix, so ein Narr, da ist die Flotte dann nicht dabei. Ja, und? Aber du bist doch weit überlegen. Ich bitte dich. Weit ist es gar nicht. Also automatisch würde mir da bestimmt das ein oder andere draufgehen. Ich glaube, ich würde das tatsächlich... Also, es ist so... Also, ich würde es auf jeden Fall gewinnen. Warte mal. Ja, das Beste, was ich rausholen kann, ist 55% verbleibende Streitkräfte. Und meine Kavallerie ist eh leicht angeschlagen. Okay. Also ich würde schon gerne Echtzeit machen, wenn es dir nichts ausmacht. Mir macht es nichts aus, aber das sollten wir dann verschieben, weil wir sind... Ach so. Kurz vor Ende. Ja gut, ich denke 20 Minuten gehen noch. So. Machen wir jetzt noch. Also im nächsten Part selbstverständlich, aber... Ja, wir können in dem Part auf jeden Fall schon mal noch die Aufstellung machen und alles. Ja. So, die Schlacht von Tamihu.
Warum auch immer. Das ist eigentlich die Schlacht vor Alexandria, aber... Wortarme Klugheit ist mir lieber als beredete Dummheit. Cicero, römischer Anwalt und Staatsmann. Ah, wer weiß, vielleicht heißt einfach die Ebene vor Alexandria Tamehu. Fehler werden durch Verbergen genährt. Virgil, römische Dichter. Der Virgil. Nee, so. Aber deine neue Ladezeit ist wirklich sehr angenehm. Das freut mich, dass sie dir Freude bereitet. So, ich würde sagen, du bekommst mal wieder deine Lieblingstruppen. Fernkämpfer und Pikeniere. Aha. Und natürlich die Ballisten. Jupp, genau. Ich kümmere mich Explosion! Ich kümmere mich um den ganzen restlichen Schmutz. Okay, wo sind die Elefanten? Ja genau, die stehen ganz, ganz vorne. Super Idee. Ah, lang. So, die Kavallerie stelle ich mal hier außen hin. Wobei, warte mal, wir können uns tatsächlich einfach hier gechillt aufstellen, weil er muss kommen. Er sollte zumindest kommen, ja. Ich komme. Widerwärtig, was die machen. Aber echt, hä? Gut, bist du dann bereit? Ich bin bereit. Lass es uns beginnen. Möge dies die Stunde sein, da wir gemeinsam Schwerter ziehen. Ja, und er setzt sich langsam aber sicher in Bewegung. Er hat Bogenschützen, was ich ein bisschen uncool finde. Die könnten einiges an Schaden an unseren sehr viel kürzer reichweitigen Speerwerfern machen. Dann werde ich mit meinen Ballisten primär die Bogenschützen unter Beschuss nehmen. Mit Explosionen! Das klingt weise. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ich glaube fast, die Infanterie werde ich mal ein bisschen anders aufstellen. Werde ich mal hier ein bisschen so äußern. Alter, ich habe jetzt gerade ein Gebäude eingerissen. Hups. Das war nicht so geplant. So, jetzt aber. Oh, der kommt gut, der kommt schön. Nice. Immer wieder die schönen Schreie. Das muss man der Total War-Reihe lassen. Auch in Rome haben sie immer noch sehr, sehr gute Synchronsprecher angeheuert. Vielleicht haben sie auch einfach nur Praktikanten genommen und sie gefoltert, bis sie geschrien haben. Man weiß es nicht. Das wäre sogar die logischste aller Schlussfolgerungen. Wir brauchen noch Todesschreie. Joe, komm mal bitte her. Ja. Komm mal bitte in mein Büro im Keller, ich will dir was zeigen. Wieso ist dieses Büro schallisoliert? Ach, nur so. Und warum steht dort ein Mikrofon? Was will der Typ mit der Maske? Der Frosch mit der Maske. Der Frosch mit der Maske, genau. Die Pikeniere werden schwer unter Beschuss genommen. Bekommen allerdings gar nicht mal so viel Schaden. Scheinbar sind die Bogenschützen nicht so stark, wie ich es erwartet hatte oder befürchtet hatte. Die Pikeniere sind auch ziemlich gut gepanzert, also. Okay. Oh, die Plänkler-Kavallerie kommt von außen. Ja, aber die Pikeniere sollen jetzt erstmal den Ansturm von vorne aufhalten. Was sie sehr gut machen, wie ich finde. Na gut, die Plänkler-Kavallerie wäre ja auch. Unser General wird angegriffen! Ist ja auch Fernkampfkavallerie, das heißt, um die müssten sich eher, wenn dann Fernkämpfer fast kümmern. So, und der läuft natürlich schön gegen die Phalanx. So ein Narr. Aber die Pikeniere wurden definitiv abgeschwächt im Vergleich zum Anfang des Spiels. Also, die waren am Anfang schon deutlich stärker. Probiere ich doch mal, diesen Nachteil jetzt auszugleichen ein wenig. Ich lass mal die... Haltet an!
Lass mal die Ballisten aufhören zu feuern und spar mal noch ein bisschen Munition für seine Verstärkung, die da kommt. Mhm. Ich glaube, dass die Pikeniere ganz gut klarkommen gegen das, was da anstürmt. So. Unseren römischen Advisor klicken wir mal weg. Ja, ich denke, das kann man guten Gewissens machen. Und den Rest der Schlacht schauen wir uns dann im nächsten Part an, weil wir sind schon wieder drüber raus, aber das macht euch ja nichts aus. Eben, das seid ihr ja mittlerweile gewohnt. Eben. Überlänge ist gut, aber wollen wir nicht übertreiben. Deswegen hoffen wir, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, Ralf. Let's play together Total War Rome 2 mit Ralf. Und Max. Und wenn wir die Nasamonen abschlachten. Bis dahin, ciao, macht's gut, Leute. Ciao.